Hanna, gib mir was anderes. Die extra Portion Milch. Den Verbrauchern wird weisgemacht, dass der Genuss von Kinderriegeln das Trinken von Milch ersetzen könnte. Es wird ein Anschein von gesundem Naschen vermittelt, außer Acht gelassen, dass diese Bezeichnung ein Gegensatz in sich ist. Denn es handelt sich bei diesem Produkt immer noch um Schokolade und ein Blick auf die Inhaltsstoffe verrät, dass der Hauptbestandteil nun mal Butterreinfett, Emulgatoren, künstliche Aromen und Zucker, natürlich besonders viel Zucker, sind. Auch die angepriesene Milch ist eben in erster Linie Milchpulver. Dass Schokolade mit aus Milch gemacht wird, ist kein Geheimnis, doch gesundheitsfördernd macht es sie deswegen noch lange nicht. Da hilft auch der Zusatz von Milchpulver nicht wirklich weiter. Der Schokoriegel mit der Extraportion Milch ist und bleibt nichts weiter als ein Schokoriegel. Und die wertvollen Eiweiße, Mineralstoffe und Vitamine, die der Körper braucht und welche in der Milch enthalten sind, werden die Kinder in ihren Kinderriegeln nicht finden. Die sogenannten Antiregularis-Kulturen sind es, die Activia zu dem besonderen Joghurt machen sollen, als der angepriesen wird. Diesen Bakterienstamm hat Danone patentieren lassen, was bedeutet, dass sie ihn als einziger Konzern vermarkten dürfen. Und geworben wird dann eifrig, damit, dass ein Blähbauch bekämpft werden kann, der Verbraucher sich wohlfühlt und natürlich gesund. Gesetzt wird also auf Gefühle, die Fakten sind außen vor gelassen. Fakten wie, dass Activia-Produkte einen Zuckeranteil von bis zu 13,4% haben. Stattdessen stellt man Activia dar wie ein Medikament. Dabei hat es keineswegs mehr Wirkung als jeder andere gewöhnliche Naturjoghurt oder auch Dörrpflaumen, Weizenkleie oder einfach Bewegung. Es ist erwiesen, dass sich so die Verdauung regulieren lässt. Und auch wenn Activia in dieser Hinsicht in seiner Wirkung nicht versagen mag, den dreifachen Preis von einem gewöhnlichen Joghurt zu verlangen, ist durch einen patentierten Bakterienstamm nicht gerechtfertigt. Vor allem, wenn jene nicht mal mit einem zugelassenen Health Claim glänzen können. Diese Verordnung soll Verbraucher davor schützen, sich von Werbung in die Irre führen zu lassen. Und eben das kann bei Activia leicht passieren. Auch ein sehr gut von Ökotest könnte dazu beitragen. Jedoch beruht dies lediglich darauf, dass der Joghurt keine mikrobiologischen oder sensorischen Mängel aufweist und zum Beispiel keine Aromastoffe zugesetzt sind. Die Wirkung, die erzielt werden soll, spielt dabei keine Rolle. Danone hat sich schließlich gezwungen gesehen, den Werbeschwindel zurückzunehmen und verkauft Activia neuerdings nur noch als den cremigen und leckeren Joghurt. Mama, was ist Mama? Vitamine. Sie sind das, was bei dem Produkt von Stork an erster Stelle steht und den Kindern sagt, dass sich das Naschen damit verbinden lässt, den Vitaminbedarf wirksam aufzubessern. Doch die als bessere bezeichnete Süßigkeit lässt sich nun mal nicht zu Obst oder Gemüse zählen und steht auch in keiner Relation dazu. Doch dieses Bild wird den Kindern vermittelt, dass die Bonbons genauso wertvoll und gesund sind wie das Obst und Gemüse, auf das sie vielleicht lieber verzichten würden. Doch zugesetzte Vitamine und hoher Zuckergehalt heben sich nicht gegenseitig auf. Der Zucker wird die Gesundheit beeinflussen, wenn er in großen Mengen verzehrt wird. Die Vitamine in den Bonbons erzielen jedoch keine Wirkung.
Die Organisation Foodwatch nominiert Werbelügen wie diese seit 2009 für den Negativpreis der Goldene Windbeutel. 2011 machten die Nimm-2-Bonbons das Rennen und Stork versucht sich mit den Argumenten zu verteidigen, dass nicht behauptet wird, dass die Kinder die Vitamine brauchen, sondern vielmehr darauf hingewiesen wird, dass sie enthalten sind. Das mag nett klingen, doch hilfreich ist es nicht. Ebenso wenig wie die Behauptung, nicht die Kinder, sondern deren Eltern seien die angesprochene Zielgruppe der Werbespots. Wer schon mal die lachenden Kinder und deren tägliche Abenteuer in steter Begleitung der Nimm-2-Bonbons auf dem Bildschirm gesehen hat, mag sich doch sehr über diese Aussage wundern. Auch hier lässt sich sagen, gesund und naschen ist bei diesem Produkt unvereinbar. Wieder mal werden Kinder in dem Glauben gelassen, auf wertvolle Lebensmittel verzichten zu können, wenn sie nur auf jene zurückgreifen, die ihnen dank Zucker und Zusatzstoffen so viel besser schmecken. So sollen Fruchtzwerge sie in ihrem Wachstum unterstützen, da sie so wertvoll wie ein kleines Steak sein sollen oder auch Milch gleichgesetzt sind. Sie sind ja bloß Milch einfach mal anders. Mit diesen Slogans oder auch drin ist, was gut ist, werden Versprechen gemacht, noch bildlich unterstützt von Fotos von Früchten und Milch auf der Verpackung. Doch diese Versprechen können nicht gehalten werden. Fruchtzwerge sind keinesfalls für den täglichen Verzehr zu empfehlen. Dafür ist der Zuckeranteil und deren Fettsäuren viel zu hoch. Auch die weniger Süßvariante kann dem Ganzen keine Abhilfe schaffen. Denn drin ist gewiss nicht das, was gut für Entwicklung und Gesundheit von Kindern ist, sondern nichts weiter als ein Genussmittel, das sich bei übermäßigem Verzehr negativ auf diese Aspekte auswirken wird. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Leichtigkeit steht im Zentrum der Jogurette-Werbeslogans. Geworben wird dabei mit sportlichen, schlanken Frauen und Yoga-Tipps ebenso wie Fitnessprogrammen. Erinnert an ein Diätprogramm, soll aber nur einen Schokoriegel in ein anderes Licht rücken. Der locker und leicht klingende Name Jogurette in Verbindung mit der Beschreibung auf Basis von Magermilch, Joghurt und Erdbeeren vermittelt den Eindruck, dass frisches Obst und Joghurt Hauptbestandteile des Produktes sind. Jedoch besteht der Riegel zu mehr als 50% aus Zucker und der Anteil von Fett und Kalorien ist sogar höher als in Vollmilchschokolade. Auch die dicken und glänzenden Erdbeeren auf der Verpackung sind nicht mehr als eine Illusion, denn diese finden sich im Riegel bloß als Granulat wieder. Und das besteht aus viel Zucker und umso weniger Erdbeeren. Die Werbung schafft ein Missverhältnis zwischen den eigentlich vom Hersteller gewünschten Zielpublikum, nämlich sportlichen jungen Frauen, und dem Energiegehalt des Schokoriegels. Blanke Produkttäuschung, denn die Sportlichkeit ist vielmehr im Umkehrschluss vonnöten, nachdem der Schokoriegel verzehrt wurde. Neuerdings verschleiert der Hersteller das Ganze mit einer blumig-wolkigen Kampagne und betitelt den Riegel als himmlisch statt Joghurt leicht. Die Aussage bleibt dennoch dieselbe. Jogurette soll die leichte Alternative zu Schokolade sein. Doch kein Schokoriegel der Welt kann Gewichtsverlust oder Fitness fördern.
Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Der Slogan verspricht, Erkältungen vorbeugen zu können und genügend Energie zu liefern, um einen Arbeitstag bewältigen zu können. Und für dieses Versprechen zahlt man zunächst das Vierfache an Preis als für einen gewöhnlichen Naturjoghurt. Dass Joghurt unser Immunsystem stärken kann und dies in der Schlussfolgerung wichtig zur Vorbeugung von Krankheiten ist, steht außer Frage. Dafür ist es auch nicht nötig, 30 wissenschaftliche Studien zum Beweis dazu zu ziehen. Doch die Behauptung, dass ein Fläschchen pro Tag dieses Joghurtgetränks ausreichen soll, um das Immunsystem zu verbessern, ist nicht nur sehr fraglich, sondern sogar gefährlich. Actimel ist eine Zuckerbombe mit 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm, also keineswegs zum alltäglichen Verzehr für zwischendurch zu empfehlen. Auch hier greift die Organisation Foodwatch wieder ein und nennt die Actimel-Werbung die dreisteste Werbelüge des Jahres. In Folge wird der Produktwerbung im Jahre 2009 der goldene Windbeutel verliehen. In Großbritannien geht es sogar so weit, dass die Werbung verboten wird, weil die positive Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern nicht bewiesen ist. Wer wirklich was für sein Immunsystem tun möchte, braucht viel Bewegung an der frischen Luft und kann unbesorgt auf herkömmlichen Naturjoghurt zurückgreifen. Danone machte kürzlich aus dem altbekannten Slogan Actimel die kleine Flasche, die es in sich hat. Functional Food oder auch Nutraceutical aus dem Englischen von Nutrition, also Ernährung, und Pharmaceutical, also Pharmazeutikum, sind Nahrungsmittel, die mit zusätzlichen Inhaltsstoffen angereichert sind und mit positivem Effekt auf die Gesundheit beworben werden. Die ersten Produkte kamen in Japan auf den Markt als Food for Specific Health Use, kurz FOSHU, was zu Deutsch bedeutet, das Essen für spezifischen Gesundheitsnutzen. Es gibt eine genaue Definition für solche Produkte und wenn diese erfüllt ist, darf es mit Gesundheitsförderung und Prävention beworben werden. Um ein offizielles Label zu erhalten, dürfen diese nicht in Kapsel- oder Pulverform, also als Nahrungsergänzungsmittel, verkauft werden. Zu den bekanntesten Produkten gehören Joghurts mit Bakterienkulturen, die mit dem Zusatz probiotisch verkauft werden, ebenso wie Brot mit Omega-3-Fettsäuren und Jod und durch Vitamine wie zum Beispiel A, C und E angereicherte Fruchtsäfte. Die gesundheitsfördernde Wirkung der meisten Zusätze ist bisher nur in der Theorie oder durch Tests in Laboren belegt und die wissenschaftlichen Studien lassen auf sich warten. Die USA und Japan ergänzen Functional Food noch durch Brain Food, das die Denkleistung steigern soll, oder auch Beauty Food, das schöner machen soll. Als Zusätze in den Produkten finden sich am häufigsten Probiotika, Milchprodukten werden also Milchsäurebakterien zugesetzt, die die natürliche Darmflora verbessern sollen. Präbiotika dagegen sind unverdauliche Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Insulin. Dadurch soll die Vermehrung eben jener probiotischen Bakterien im Dickdarm gefördert werden. Zur Prävention von Zellschäden oder Krebserkrankungen werden außerdem Vitamine C und E den Lebensmitteln hinzugefügt, welche als starke Antioxidantien gelten. Dann gibt es noch Omega-3-Fettsäuren, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die vom Körper nicht selbst hergestellt werden können. Diese sind zum Beispiel in Fischöl enthalten und können durch die Aufnahme mit der Nahrung den Cholesterinspiegel senken und vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Außerdem sind häufig Ballaststoffe, Mineralstoffe, Folsäure und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Kritisieren lässt sich Functional Food in erster Linie, weil der gesundheitliche Nutzen von vielen Zusätzen eben noch nicht nachgewiesen ist und die perfekte Dosierung von zugesetzten Mineralstoffen und Vitaminen ein Problem darstellt. Süßigkeiten sind ein weiteres Risiko, weil der Anschein erweckt wird, dass sie die Gesundheit fördern können, nur weil beispielsweise Vitamine zugesetzt wurden. Doch die Zuckerbomben bewirken erstmal das Gegenteil. Eine kritische Stellungnahme liefert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Functional Food ist grundsätzlich keine Garantie für eine bedarfsgerechte und ausgewogene Ernährung. Ernährungsfehler lassen sich auch durch den Verzehr von funktionellen Lebensmitteln nicht beseitigen.